Tja, jemand muss was tun, jemand muss aufstehen, das Wort erheben. Aber dann ist die Frage, wie tut man's? Wie hat's denn Frau Kramp-Karrenbauer getan? Gut abgestimmt, gut ausgewogen, klug? Nein, abgestimmt hat sie es offenbar nur mit im engsten Kreis mit CDU-Außenpolitikern, mit der Kanzlerin und mit den engsten Verbündeten, und zwar ihren Verteidigungsministerkollegen in Washington, London und Paris. Denen hat sie es jedenfalls, soweit man das in Erfahrung bringen konnte, heute am Montag gesagt. Ansonsten sind alle überrascht worden. Natürlich hat sie damit das, sagen wir mal, Moment des Handelns auf ihrer Seite. Aber es stellt sich natürlich die Frage, warum der Koalitionsausschuss am Sonntagabend eine Stunde über Syrien redet. Das hat die SPD heute bemängelt. Die Verteidigungsministerin sitzt ja als CDU-Vorsitzende da mit am Tisch, hat offenbar die ganze Zeit geschwiegen und dann macht sie am einen Tag später diesen Vorstoß. Ist das klug? Also sie braucht am Ende die SPD. So etwas geht nur in der Koalition. Und schon heute zeigen sich natürlich Irritationen auch bei den Partnern, denn deren Außenminister wussten auch nichts davon. Und das ist, sagen wir mal, zumindest ein großes Risiko, was sie da eingegangen ist. Ganz kurzer Punkt dazu noch. Braucht sie einen Erfolg, den sie sich jetzt holen wollte? Also sie braucht mit Sicherheit Erfolge, denn sie hat ja dieses Amt der Verteidigungsministerin übernommen, weil es in der vorherigen Konstellation nur als Parteivorsitzende nicht gut für sie gelaufen ist. Sie war dann eigentlich nur noch eine Kommentatorin, jetzt kann sie handeln. Sie hat dafür Optionen. Allerdings würde man dann natürlich auch gerne wissen von der Verteidigungsministerin, wie viele Soldaten hat sie denn in der Hinterhand. Sie wird ja sicher mit jemandem in ihrem eigenen Ministerium darüber gesprochen haben. Noch wirken ihre Pläne sehr unausgegoren. Das kann allerdings auch Verhandlungstaktik sein. Wenn sie die Gespräche jetzt erst noch führen muss, ist es natürlich klug, dann erstmal mit den Verbündeten zu reden, bevor sie alles schon auf den Tisch legt. Apropos Verbündete, sie braucht ja doch internationale Vereinbarungen, internationale Mandate. Ich sage nur UNO, NATO, EU. Damit ist es noch nicht weit hergeholt, oder? Ja, also sie hat ja gesagt, sie wird am Donnerstag und Freitag bei den NATO-Verteidigungsministern in Brüssel sein, bei deren jährlichen Treffen. Sie wird dann ihren Kollegen bilateral das vorstellen und wird um Unterstützung bitten. Das dürfte der einfachere Teil sein. Der schwierigere Teil bezieht sich auf Russland. Und dann sind wir beim UN-Sicherheitsrat. Russland hat dort ein Vetorecht und hat in den letzten Jahren eben immer wieder verhindert, dass dort Resolutionen gefasst werden, die auch Russland und das Regime Assad, das für Russland verbündete Regime Assad, eingeschränkt hätten. Man muss hoffen, dass sie hier wenigstens im Vorhinein oder die Kanzlerin im Vorhinein bei Putin sondiert hat. Denn ansonsten bliebe das, was wir eben gesehen haben, ein Pakt, den die Türken heute mit den Russen und Assad geschmiedet haben. Und der käme tatsächlich ohne westliche Soldaten aus. Ja, und damit hätte man im Grunde genommen etwas geschaffen, was gar nicht wirken könnte oder eventuell auch niemals zum Einsatz kommt, bei dieser westlichen Aktion, die da irgendwie in Gang gebracht wird.